Die Facebook-Community steht überwiegend hinter ihm. Gute Zusprüche, vermutete Intrigen und auch der ein oder andere spitzzüngige Seitenhieb auf die Landesregierung waren die Reaktion auf die Eskapaden im Amtszimmer. Michael Adams selbst ist derzeit sowohl aus der realen als auch aus der virtuellen Welt verschwunden. Sein Pressesprecher Heiko Langer gibt dafür in seinem Auftrag Auskünfte zu den Anschuldigungen. In der Presseerklärung entschuldigt er sich bei allen, die er enttäuscht hat. Er entschuldigt sich vor allem auch bei seinem Lebenspartner. Er gibt zu, dass er eine Affäre hatte. Den Vorwurf, der im Raum steht, dass er Drogen konsumiert hat, den streitet er ab. Michael Adam hat sich noch am Sonntag dafür entschieden, in die Offensive zu gehen. Er steht zu seinem Fehlverhalten, auch wenn er seine Affäre für eine Privatangelegenheit hält. Ähnlich sehen das die Landkreisbürger. Schnaps ist Schnaps und Dienst ist Dienst. Der Michael Adam macht eine sehr gute Arbeit, ich bin sehr überzeugt davon. Und was er privat tut, das muss er sich mit seinem Lebenspartner ausmachen. Naja, korrekt war es nicht, was er gemacht hat, oder? Kann man doch auch mal machen. Ich halte sehr viel von ihm als Landrat, aber das hätte er sich nicht unbedingt leisten sollen. Da war er zu dumm, da ist er wahrscheinlich reingelegt worden. Ich darf sagen, das ist ihm sein Problem, was er in Privatsachen tut. Ich darf sagen, jeder soll zuerst mal von seiner Haustür kehren und dann über andere Leute erst reden. Zwar wegen dem, was so in der Disco da war. Nachdem ist er das erst rausgekommen, dass das irgendwie, keine Ahnung, ein Racheakt oder was ist. Ich weiß nicht. Keine Einzelmeinung. Spekulationen über eine gezielte Kampagne von Seiten einer Diskothek im Bayerischen Wald kursieren auch intern. Anlass dafür geben Kommentare von Beteiligten auf Facebook. Ausgelöst durch eine sehr deutliche Äußerung des Landrats zum Verhalten des Security-Teams. Rita Röhrl, Bürgermeisterin von Teisnach, ist ebenso für ihre direkte Art bekannt. Aus Erfahrung rät sie ihrem Freund und Parteigenossen, er sollte über manche Dinge noch einmal schlafen und bei Facebook kürzer treten. Die Meldung über die Vorfälle im Amtszimmer hat sie am Sonntag kalt erwischt. Grundsätzlich bin ich der Meinung, das Privatleben eines Landrats, auch eines Michael Adams, geht natürlich keinen Menschen was so. Es geht immer nur dann der Öffentlichkeit was so, wenn Privatleben und Amt irgendwo miteinander verquickt und verbunden werden. Und das war wohl in dem Fall der Fall. SPD-intern wurde vereinbart, nicht auf die Affäre zu reagieren, bis ein Gespräch mit Michael Adam geführt worden sei. Um ein Gespräch hat auch Regierungspräsident Heinz Grunwald gebeten. Allerdings gibt es keine dienstrechtliche Veranlassung, tätig zu werden. Das Privatleben des Landrats kommentieren wir nicht, so die Auskunft aus Landshut. Doch wo sind die Grenzen zwischen Privatem und Öffentlichem im Zeitalter der sozialen Netzwerke? Mit dieser Frage wird sich auch Landrat Michael Adam auseinandersetzen müssen.